Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Let's Go Evoli. Wie gesagt, jetzt mit geheilten Pokémon. Und natürlich mit Telaxu. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Fuchsania City. Aber zuerst mal würde ich sagen, machen wir den hier platt. Ne, okay. Fangsri machen und dann wird das Pokémon, das wir erhalten, stärker. Das ist gut zu wissen, aber der hier will kämpfen. Hast du einen Mondstein? Hast du zufällig einen dabei? Nee, ich habe keinen. Ich hätte auch gern so einen, ja. Ich hätte auch so ein paar Pokémon, die sich da entwickeln würden. Lorenz. Du weißt aber schon, dass sich dein Nidoran nicht mit einem Mondstein entwickelt. Weißt du das? Ich denke eher nicht. Okay, Level 35. Knisterladung. Na shit, es reicht nicht ganz aus. Und natürlich das verkackte Toxin. Ich weiß auch nicht, ob es klug ist, in diesem Spiel zuerst nach Fuchsania City zu gehen, bevor wir nach Saffronia City gehen. Das ist gerade so das, was mir ein bisschen Angst macht. Wie gesagt, ich mache das eigentlich so gut wie immer so und deswegen wird schon hinhauen. Aber gedacht wäre eigentlich schon, dass man zuerst nach Saffronia geht, oder wie? Wäre ja das Logischste, theoretisch. Weil wir haben ja jetzt den Tee bekommen, womit wir an diesen Wachposten vorbeikommen. Und ja, der Weg nach Saffronia ist offen. Und auch Team Rocket ist ja dahin gegangen, um die Sylph Company zu übernehmen. Sollten wir eigentlich verhindern, aber wir sind fair. Wir geben ihnen mal ein bisschen Vorsprung. Wir sind ja nicht so. Okay, Hornattacke ist in Ordnung. Solange nicht der Hornbohrer kommt, ist alles in Ordnung. Evoli nimmt ein bisschen zu viel Schaden durch das verdammte Toxin. Deswegen den Kampf jetzt schnell beenden. Glotz mich nicht so an. Weg mit dir. Und dann direkt Evoli heilen. Kann ja nicht angehen so. Oh, Hypno levelt auch noch. Sehr gut. Ich wollte doch nur einen Mondstein. Oh, zwei Superbälle. Das kann ich gebrauchen. Was haben wir hier? Kein Gegengift, schade. Hätte ich gerne genommen, aber ich sollte noch Gegengift haben, theoretisch. Das ist in der Medizintasche und ja, hier. Zack, Vergiftung ist weg. Und dann gönnen wir Evoli auch noch gleich den einen oder anderen Beleber. Ja, komm, noch einen. Und das reicht, jo. Das reicht. So, weiter geht's. Ja, zuerst holen wir uns das Item da oben. Ich habe das Gefühl, mit Relaxo sind wir noch langsamer unterwegs als ohne. Da war Arcani schon wesentlich besser. Mein Spezialgebiet ist Elektrizität. Da erkenne ich mich mit Pokémon aus dem Meer nicht aus. Ich auch nicht. Mein Freund, ich auch nicht. Xavier. Das ist ein Pokémon und zwar ein Electek. Okay. Sollten wir wechseln? Level 36. Ja, komm, wir wechseln mal. Warum nicht? Einwechseln. Stimmt, und Dikti kann ja mittlerweile das Erdbeben, was fantastisch ist. Kann das Relaxo eigentlich auch lernen? Kann das Relaxo eigentlich auch lernen? Muss ich gleich testen. Das wäre fantastisch. Ja, ich kenne mich in der Tat mit Relaxos Movepool nicht so aus, ja. Das Einzige, was ich weiß, mein Relaxo in Pokémon Go beherrscht Erdbeben. Und das ist teilweise schon sehr, sehr praktisch. Stromkreis unterbrochen, ja. Das war ein Wortwitz, oder? Habe ich nicht verstanden. Was wollte ich jetzt nachsehen? Genau, TM. Hier, Erdbeben. Wo bist du, Erdbeben? Wo bist du? Ich sehe es nicht. Hä? Haben wir es verloren? Hä? Oder haben wir es gar nicht gekriegt? Das hat Dikti einfach so erlernt, oder? Ich glaube, ja. Okay. Okay, verschwendete Zeit. Oh, ein Wasserstein. Hätte ich mir gar nicht kaufen müssen, das Zeugs. Aber kann nie schaden. So, was ist jetzt mit dir hier? Wenn man auf einer Brücke trainiert, auf der einem die frische Meeresbrise um die Nase weht, steigert das die Wirkung des Trainings ungemein. Bist du bereit, gecoacht zu werden? Ja, klar. Aber dein Tipp so mit der Meeresbrise, dass das dann mehr bringt? Ich weiß nicht, Helena. Ich weiß nicht. Okay, jetzt zwei Pokémon. Zum einen ein.
süßes kleines Medbo. Aber wir wissen alle, Medbos sind leider nicht so sehr stark und Feuer dürfte eigentlich sehr viel Damage machen. Obwohl es auf Level 38 ist, ja, keine Chance. Sorry, kleines Medbo. Musste sein. Gute Erfahrungspunkte. Und als nächstes sehen wir noch ein Pixie. Na komm, bleiben wir drin. Und der 39 schon. Jetzt wollt ihr es aber wissen hier. Wir bleiben bei Flackerbrand. Ich hab halt nichts gegen Fee-Pokémon. Halt sowas von gar nicht. Oh nein. Oh nein, natürlich trifft es auch. Okay, Evoli. Zeit für Nickerchen haben wir jetzt nicht, ja? Obwohl ich auch gerne eins machen würde, wenn ich ehrlich sein soll. Ist doch viel zu früh gerade. Und für euch ist ja mittlerweile Neujahr, deswegen Happy New Year und so. Oh nein, nicht der Traumfresser. So ist neues Jahr und so. Für mich dauert es jetzt noch 2-3 Tage, bis es soweit ist. Aber dieses Video wird, soweit ich richtig gerechnet habe, am 1. Januar erscheinen. So, jetzt aber angreifen bitte. Blubsauger, um sich ein bisschen zu heilen. Der Schaden. Ist überhaupt nicht gut. Ja, gegen so ein Pixie habe ich dann... Willst du mich verarschen? Gesang hat ja, ne, so eine dermaßen große Genauigkeit. Nicht. Sei es drum. Hoffentlich kommen wir irgendwann wieder durch. Evoli schläft, fantastisch. Muss das jetzt sein, Evoli? Ey, dieser verkackte Traumfresser, ja? Macht zum Glück nicht so dermaßen viel Damage. Aber hat doch viel zu viel. Ist nicht gut, wenn es sich heilen kann, immer. Evoli, komm schon. Aufgewacht und Attacke! Ja, das sieht gut aus. Verdammtes Pixie. Beinahe 1000 Erfahrungspunkte und Helena wurde besiegt. Oh, ich bin ganz hin und weg. Tja, das höre ich oft. Nicht. Was für ein Kampf und was für eine Atmosphäre. Hier, ein kleines Dankeschön. Ah, der Traumfresser. Das ist doch schon mal nutzvoll. Ja. Nutzvolle TM. Ah, der Weg ist noch lange, oder? Da oben könnte man irgendwas fangen. Da unten ist noch ein Item. Ja, wir gehen oben lang. Was heißt oben lang? Ich möchte sehen, was es da gibt. Vielleicht lohnt es sich ja für uns. Ich meine, einen Shiny habe ich immer noch nicht. Obwohl ja hier die Rate relativ hoch sein soll, habe ich gehört. Da liegt ein Item. Top Lock Parfüm. Da werden wir alles irgendwann zu gekommener Zeit einsetzen. Taubsi. Relaxo, du bist irgendwie ziemlich groß, ja. Ultrigaria, wollte schon sagen, aber haben wir schon. Trotzdem, wir versuchen es mitzunehmen, okay? Könnte gute Erfahrungspunkte geben. Nee, nicht mit dem Hyperball, bist du bescheuert? Pokéball, das reicht. Okay, und Feuer! Naja, der Kreis war rot. Aber... Fuck, ich hab schon daran geglaubt. Ich hab echt schon daran geglaubt. Ich verstehe immer noch nicht, wie der Ball fliegen muss. Jetzt war der Ball wieder in Ordnung, aber vorhin so tschum, mit 1000 km pro Stunde am Pokémon vorbeigerast. Aber immerhin, wir haben es gefangen. Und ja, okay, über 400 Erfahrungspunkte. Damit kann man leben. Ich zumindest. Ja, wie gesagt, so eines haben wir ja bereits. Wir haben unser Knofenser mal entwickelt. Oh, ein Porenta! Holy fucking shit, ein Porenta. Das hätte ich gerne in Pokémon Go. Okay. Wir geben ihm mal eine Beere. Weil das Vieh würde ich dann schon gerne mitnehmen. Dann zielen wir. So, und jetzt. Wie funktioniert das jetzt? So, drehen und zack. Yes! Internet sei Dank. Internet sei Dank. Oh, fucking shit. Okay, und... Feuer! Nee, zu spät. Die Hand nur ein bisschen drehen und dann normal werfen. Dann funktioniert das. Ziemlich geil. Okay, so weit weg.
Seht ihr, es klappt! Seht ihr, es klappt! Man muss sich einfach nur auf die Seite werfen. Man muss auch die Hand ein bisschen drehen. Oh, fucking... Den Polenta möchte ich jetzt gerne haben. Und, tut mir leid, Relaxo, im Moment nervst du gerade ein bisschen. Nee, nicht, was mache ich da? Relaxo, geh bitte zurück in deinen Ball, ja? Hier habe ich sonst keinen Platz. Ein Polenta muss mit, es tut mir leid. So ein Vieh muss mit. Ah, wieder zu... Wo werfe ich denn hin? Was? Nein, ich will es fangen. Zielen, ja. Und Feuer. Hat es sich genau in diesem Moment bewegt, wo der Ball eigentlich hätte aufprallen sollen? Das kann ich jetzt nicht so schwer sein, einen Polenta zu fangen, oder? Du Mistvieh. Okay, das war jetzt wieder verkackter Wurf. Zu 100% verstehe ich das immer noch nicht. Ach, komm schon. Komm schon. Was war das jetzt gerade? Verarsch mich doch nicht, Spiel. Zack. Ich sollte vielleicht mal mit Superbällen arbeiten oder so. Ich möchte eigentlich immer mit dem Poké... Ach, komm. Suni hat einen Superball. Alles andere hatte keinen Zweck. Zielen. Was? Jetzt habe ich aber die Hand nach links gedreht und auch nach links geworfen. Schon wieder? Ja, was soll die Scheiße? Es funktioniert nicht so gut, wie es eigentlich sollte, ja. Warum bleibt dieses Kackvieh nicht drin? Warum bleibt dieses Kackvieh nicht einfach drin? Jetzt mal im Ernst. Ich möchte doch nur eines haben. Das darf doch nicht wahr sein. Ich mache immer nur einen großartigen Wurf. Warum nicht? Leute! Was soll das? Ist doch lächerlich. Das darf nicht wahr... Ja, und es ist weg. Leute, was soll das? Warum ist es mir nicht möglich, so ein Kackvieh zu werfen? Zu werfen ist gut zu fangen. Oh. Beinahe fabelhaft, aber bitte nur beinahe. Ey, ich drehe in die andere Richtung. Ey, Spiel. Ich kann nicht... Was? Ich kann nicht nach links mehr werfen, warum nicht? Okay, ich verstehe es immer... Ey, du verdammtes Mistvieh, ey. Was soll die Scheiße? Ich will doch nur so ein verdammtes Polenta fangen. Warum klappt's nicht? Warum? Ey, ich ziel nach rechts. Leute, ich ziel verdammte Scheiße nach rechts. Ich ziel nach rechts. Jetzt reicht's aber. Ich... Ey, ich ziele nach rechts wie... Es geht nicht. Ja, und dann wehrt das natürlich ab. Genau dann, ja. Ich habe sowas von immer nach rechts gezielt und der Ball so... Nö, ich fliege nach links. Was für eine Scheiße. Da habe ich so viele Superbälle verschwendet. Und so viel Zeit vor allem. Nee, das mit dem Fangen... Es funktioniert immer noch nicht so, wie es sollte. Ein bisschen schade. Ja, Polenta, schön. Ja gut, dann machen wir diesen Part jetzt ein bisschen länger, weil... Ne? Es ist halt... Geh weg. Es ist halt überhaupt nichts passiert. Nee, dieses Fangen. Meine Güte. Ist noch nicht so optimal. Für ein Kind kämpfe ich gut. Hat mal jemand gesagt, weißt du? Es interessiert mich herzlich wenig, was andere Leute über dich sagen. Janka. Na schön, ja gut, ein Pummeluff. Ne? Aber... Ne, ernsthaft, dieses Fangen, ja. Ich habe in dem Video gesehen, man hält die Hand ja gerade
mit dem Controller, sage ich einfach mal, mit dem Joy-Con. Nicht waagrecht, sondern senkrecht direkt über dem Boden. Und dann, wenn man sein Handgelenk ein bisschen dreht, nach links oder rechts, müsste das eigentlich funktionieren, wenn man dann nach links oder rechts wirft. Die ersten zwei Versuche hat das ja ziemlich gut geklappt, diesen Part. Aber dann... Ich hab nach rechts das Joy-Con gedreht, ich habe nach rechts geworfen. Aber der Scheißball flog geradeaus oder nach links. Das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe es nicht. Kann mir irgendjemand von euch verständlich, schriftlich erklären, wie ich einen Ball werfe, der gewollt nach links oder nach rechts geht? Mein Ball hin und her werfen ist ja witzig, aber ich sollte das Pokémon ja auch treffen. Das ist so der Punkt. So, du hast verloren, ich kriege hier zwei Superbälle. Ja, ganz viele Bälle kaufen. Unbedingt. Ich habe ein Pokémon einen Flottbonbon gegeben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und muss ich das Joy-Con nach dem Fernseher ausrichten oder nach der Switch oder spielt es überhaupt keine Rolle? Alles solche Dinge, die ich nicht weiß, weil es mir nicht gesagt wurde. Okay, Blubsauger. Halten wir Evoli ein bisschen hoch. Kann nie schaden. Sehr gut. Ich glaube, wenn man mit der Switch als Handheld spielt, oder wie man dem auch immer sagen möchte, dann kann man sich quasi wirklich nach links oder rechts bewegen während der Fangsequenz. Da kann man sich immer so hinstellen, dass das Pokémon in der Mitte des Bildes ist. Einziges Problem dabei, wenn ich das Spielgeschehen auf dem kleinen Bildschirm da sehe, kann ich es mit meiner veralteten Steinzeittechnik nicht aufnehmen. Ich muss das auf dem großen Fernseher spielen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Wird schon irgendwie gehen, Leute. Es wird schon irgendwie gehen. Machen wir uns da mal nichts vor, aber es nervt ein bisschen. Oh, was willst du jetzt? Na was, wohl kämpfen vielleicht. Ob ich gegen dich kämpfen möchte? Aber natürlich. Was du nicht sagst, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Möchtest du gegen mein Porenta kämpfen, Marlene? Vermutlich nicht. Und Chanera? Das, ist gut, das könnte eine Menge Erfahrungspunkte geben. Wenn wir es dann irgendwie klein kriegen, machen wir Flackerbrand, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, fantastisch, Evoli. Die Eierbombe. Nette Attacke, aber mehr auch nicht. So, und Chanera ist besiegt. Sehr gut. Und jetzt hoffentlich eine Menge Erfahrungspunkte. Über 1400. Sowas will ich sehen. Gegen solche Gegner möchte ich kämpfen. Wunderbar. Und noch jemand? Hypno bereits wieder. Praktisch. Und das war's. Ja, Mensch, bist du stark. Nee, du bist einfach schwach. Das ist der Punkt. Und irgendwie möchte ich gerne wieder ein Pokémon dabei haben. Dass ich irgendwelche Items finden kann. Nehmen wir wieder Dicktree, komm. Nehmen wir wieder Dicktree. Oder, Moment, rein testhalber. Könnte ich auf Bisaflor reiten? Will ich jetzt wissen. Wo ist es denn? Nee, es läuft mir hinterher. Wenn es denn kann. Wenn es denn kann. Nee, komm, wir nehmen wieder Dicktree. Das ist klein, kommt überall durch und so. Und man sieht trotzdem noch das Spielgeschehen. So. Erstmal das hier weg. Dann bekämpfen wir noch diesen Idioten da hinten. Weg damit. Und... ganz viele Taubsis. Und ganz viele, zwei. Knofenser und da ist nochmal ein Porenta. Verkacktes Porenta, ey. Ich möchte dich in Pokémon Go antreffen, verstehst du? Nicht hier. Oh, Tauboga. Tauboga versuchen wir kurz. Könnte Erfahrungspunkte geben. Wir versuchen es nochmal. Nee, Feuer! Ja, bisschen zu spät, aber immerhin. Immerhin noch getroffen. Yes! Ich sollte mit meinen Superbällen ein bisschen sparsamer umgehen. Habe ich so das Gefühl. Ja, ja, ein Tauboga, sehr schön. Kann ich dann immer gebrauchen, um es zu entwickeln. Und was mit dir? Ihr solltet niemand sehen können. Na los, gegen mich kämpfen! Ha! Warum bist du keine Zuschauer? Weil du scheiße bist, oder wie? Könnte ich mir gerade vorstellen.
Malte. Malte. Was ist das? Ja, sorry, falls jetzt jemand von euch Malte heißt, aber... Was ist das für ein Name, bitte? Hab ich noch nie gehört. Ich meine, niemand kann was für seinen Namen. Außer diejenigen, die ihren Namen einfach ändern lassen, ja. Aber ansonsten kann halt niemand was dafür. Ich weiß. So. Sehr gut. Georg kann auch nichts dafür, dass er so einen scheiß Partner hat. 500 Erfahrungspunkte nehme ich. Und ein Magneton. Damit komme ich auch klar. Damit komme ich wirklich auch klar. Denn wir haben ja immerhin den Flackerbrand. Stirb! Das war weniger Schaden, als ich gehofft habe. Wenn ich ehrlich sein soll. Na, die Donnerwelle. Bin ich nicht gut, Evoli. Bin ich nicht gut. Na gut, na gut, na gut. Komm hier durch. Spiel? Ja, natürlich. Schneller ist mir auch bewusst. Aber natürlich kann ich nicht angreifen. Wenn ich einmal paralysiert bin, oh nö, du greifst mal nicht an. Aber wenn der Gegner paralysiert ist, so zu 99% so, ha, fick dich. Greife trotzdem an. Nochmal der Donnerblitz. Das macht halt viel zu viel Damage, meine Güte. So, na endlich. Haben wir es doch noch geschafft. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Natürlich müssen wir unser kleines Evoli da kurz aufheilen. Aber das ist selbstverständlich. Und gegen Apollo würde ich gerne wechseln, natürlich gegen Hypno. Los, Hypno, zeig, was du kannst. Tu es. Keine Angst, Evoli. Alles in Ordnung. Ist ja alles gut. Kriegen wir das Vieh klein mit einer Psychoattacke? Ich habe so das Gefühl nicht. Was ist. Level 40! Ach du Scheiße! Was ist denn auf einmal los? Hier liegt auch noch. Level 40, woher kommt denn das jetzt? Das finde ich jetzt nicht so gut. Da ist mein Angriff doch stärker als erwartet. Okay. Okay, okay, okay. Bleiben wir am Ball. Wir bleiben am Ball. Hypno kann auf jeden Fall nicht mehr einschlafen. Oh Gott, der Spukball. Das ist gar nicht gut. Und yes, gute Arbeit. Gute Arbeit, mein liebes Hypno. Spukball tat sehr weh. Fun fucking tastisch. Jetzt hat zumindest niemand gesehen, wie ich verloren habe. Tja. Tja. Na gut, na gut. Leute, wir haben gewonnen. Wir halten noch kurz unser Team auf, wobei, müsst ihr nicht unbedingt sehen, ja. Aber ich würde sagen, das reicht für heute. Das war's für heute mit Pokémon Let's Go Evoli. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!